Hallöchen, wir sind wieder zurück bei GTA 5. Wir stehen hier gerade mit Michael an der Kreuzung. Und wir werden uns jetzt mal ein Auto, wollte ich eigentlich sagen, organisieren. Aber die haben es natürlich wieder alle eilig, von uns wegzukommen. Nehmen wir den kleinen roten Flitzer hier. Genau, steig du mal bitte kurz aus. Und dann gucken wir mal gerade auf unsere Karte. Und wir haben dort noch... Was ist eigentlich das Auto hier? Ist das unser... Wird keine Quest dranhängen, glaube ich, ne? Wir fahren mal hier zum Madrazo. Mal gucken, was er noch so für uns zu erledigen hat. Na gut, ich bin, glaube ich, schnellere Autos gefahren. Sollen wir umsteigen? Ja, wir steigen mal eben schnell um. Einmal rot-weiß, bitte, zum Mitnehmen. Danke. Mann, ey, du gehst von deinem Auto weg und fällst dann noch auf die Schnute. Dann auch nicht mehr hin musst. Ich glaube, die Sonne steht auf hier ziemlich tief. Das blendet so ein klein bisschen da. Ja, genau, love you auch. Was haben wir denn hier? Someone stop that guy. What exactly is wrong with you? Warum klaut ihr gerade hier den. Geh lieber hinter der Tür da weg. Jetzt ist er nämlich weg. Hoppala, Entschuldigung, hoppala. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass die mit dem Wagen quasi flüchten wollten. I think this is yours. Wow, insane! I'd say you earned yourself a reward, bro. Ja, ich möchte gerne speichern, genau. Ja, das wundert mich jetzt gerade so ein klein bisschen was. Sonst laufen sie mal zu Fuß weg oder mit dem Fahrrad oder sonst was, aber... Warum steigen die direkt aus, nur weil ich den Reifen zerschieße? Hätten sie wenigstens ein bisschen weiter flüchten können. Aber wenn ich denen schon den Reifen zerschieße, dann können die quasi auch davon ausgehen, dass ich den gefährlich werden kann. Dass ich eine Schusswaffe habe, oder? Naja. Ja, genau. Naja, wie ich gerade sagte. So. Meine Güte. Und der Madrazo weit draußen. Also eben über die gelbe Ampel drüber gerutscht. So, unten rum, okay. So, jetzt sind wir auch gleich schon da. Bin ich mal gespannt, was wir so für ihn tun dürfen. Hübsch, hübsch auf jeden Fall hier. Wo ist er denn? Ach, hallo Trevor. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Klopf, klopf. Yes. Hi. Oh. Hello. Ja, Trevor. Sieht nicht ein bisschen alt für dich eigentlich? Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So, what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend natürlich. Of mine, Trevor. The truth. Martin... is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you met him, Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Art, that was so. Oh, this is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that,
I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. Oh, wir dürfen mal Flugzeug abschießen, oder? Shoot him down and get the files back. A man, what's up, hey? Huh? Trevor, come on. You still want a drink? Not now! Pendeja! ¿Qué no ves que estoy hablando con las gentes aquí? Was hast du gesagt, die soll was holen? Vehicle, something versatile. I'll handle the gun. Alright! Die arme Patricia, mein Gott. Sollte sich erst zum, Let's stay in touch on the headsets. Zum Drink begeben und dann auf einmal doch nicht mehr. So. Ich dachte schon, mein Auto springt nicht an. Ist doch noch gar nicht so kaputt. Hey Trevor, gib mal ein bisschen Gas hier. Kann man euch eigentlich auch so quasi in der Stadt sehen, wenn ihr unterwegs seid? Also wenn ich Charaktere quasi wechsle? Müsste da... Das kann ich ja nicht zum... Ich darf gar nicht wechseln jetzt in der Mission wahrscheinlich, schade. Jetzt hätte ich mich ja theoretisch sehen müssen, wie ich neben mir selber herfahre. So mehr oder weniger. Gibt's ja eine Abkürzung. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Ja, gut, da hinten werden wir wahrscheinlich nicht drüber kommen, ne? Schade. Aber eigentlich jetzt gedacht, man könnte hier einen Berg hoch oder so, aber nicht, wenn das alles ummauert ist. Dann gestaltet sich da wahrscheinlich alles so ein klein bisschen später. Ja, okay, well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is? Bisschen, ja. We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Okay, also Trevor denkt offensichtlich schon wieder nur ans Ausrauben quasi von dem Martin Madrazo. Ne, dass Michael komischerweise nicht mehr in den Sinn gekommen ist. Ja, cool. Michael hat natürlich jetzt schon vorher ein bisschen Bekanntschaft mit dem gemacht. Wobei, so böse war der Martin eigentlich gar nicht, oder? Ich meine, wir haben da nur einen mit einem Baseballschläger über den Kopf gekriegt und er hat uns ein bisschen gedroht, aber... Ist jetzt immer noch mit allem irgendwie so fertig geworden. So, jetzt sind wir hier oben am Aussichtspunkt, glaube ich. Da, wo ist das denn? Da, bei dem bisschen. Alright, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. Ich wollte hinten einsteigen. Warum fliegst du jetzt? Warum steigst du da ein? Ach, wir steigen auf den Fahrersitz ein, damit wir auf dem Heck hinten rausgucken können. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Ach, den Jet da, da kommt er. Schieß auf den Motor des Flugzeugs. Wow, das ist aber ein Vorhalten sogar. Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. Okay. Ich glaube, da haben wir das Triebwerk getroffen, aber er fliegt scheinbar noch. Nochmal getroffen. Also rüttelt und schüttelt sich. Ja, das war dann wohl genug fürs arme kleine Triebwerk. Jo.
auch mit einem Triebwerk sollte das doch theoretisch noch ein bisschen fliegen können. So, mit Kinokamera jetzt hier. Ich glaube, so kann ich nicht wirklich fahren mit der Kamera da drauf. Fokussiert auf das Flugzeug. Ist immer noch nicht unten. Ja, können wir, offensichtlich. Flight November 9er Charlie Echo. Our engine number 2 is blown. Roger November 9 Charlie Echo. Fly at 240. Say yourselves on board. Ah, hier kannst du. Ach da. Ja, nee, hier kannst du eigentlich nirgendwo gut runterkommen, ne? Good. Stay on if we need the files. Flight November 9 Charlie Echo. Say yourselves on board. Two souls on board. Engine 2 totally lost. All hydraulics lost. All hydraulic systems are gone. Ah, let's see, on the highway, you know. Roger, November 9, Charlie Echo. Where are you putting it down? We're not gonna make the runway. Gonna have to ditch the son of a bitch and hope for the best. How you doing out there? Let's hit it. I'm on him! He's past the airfield! Landing ain't gonna be pretty! Where are you putting it down? Can you make the Alamo City airfield? Can't pull it around! Gonna have to put it down in a field somewhere. Die Kurve kriegst du jetzt wirklich nicht mehr. Tja, Trevor, du bist wirklich ein bisschen... Ja, weil du dich so freuen kannst. Auch nicht, ne? Das wird zu eng. Das sind die ganzen Masten an dem Weg. Run! You better be working! Okay, this guy's going down any minute! Good. Let's hope you don't take out some poor farmer while he's at it. Only thing they farm out here is methamphetamine! Ah, Trevor Phillips country! God, I miss it out here! You gotta come visit sometime! Yeah, you know what? I'm good. Pushing out the gun rapidly! I'm gonna have to bring it down in dirt! God help us! Roger, November 9 Charlie Echo. What is your status? God help us! Move! What's your status? God help us. Sagt schon viel aus. They're in the dirt! Good! Get the files, and if the cousin made it, take him out! Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid! Just do the job! I'll get us paid down the road! We crashed. I'm an important guy. Ach, zwei Seelen an Bord ohne einen Piloten oder was? Raus da, bevor du in die Luft fliegst, wa? Schon klingelt wieder Telefon. Fine, just fine. I got the files. I'll take them to Madrezzo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Ja, genau. Erstmal ein bisschen die Nase frei machen, ne, Trevor? Gut, und wir sollen jetzt quasi mit Michael mal unsere kleine Geheimwaffe loswerden. Kann man die nicht einfach behalten, den Bus hier? Kann man die nicht einfach in unsere Garage stellen und, ja, vergessen? Hm. Okay, mal mutwillig ein Flugzeug vom Himmel geholt, ist auch mal wieder was anderes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Wir sehen uns.